So, jetzt tut er hier richtig hart, dabei ist er richtig K.O. Wir zeigen euch heute im zweiten Teil die Fertigstellung dieser Sitzkommode. Und Teil 1 verlinken wir euch in der Videobeschreibung unten. Und wir wünschen euch nun ganz viel Spaß dabei. Ganz viel Spaß. Bis dann. Hoch mit dir, fauler Sack. Oh, jetzt trinkt man Kaffee, ne? Ja. Und nachdem wir den Korpus jetzt fertig gemacht haben, können wir auch loslegen mit den Beschlägen. Wie gesagt, oben kommen Schubkästen rein, unten kommen ganz normale Türen rein mit Topfscharniere. Und da hat mich Hettich gut ausgestattet. Und zwar habe ich mir so ein paar Sachen bestellt. Einmal die allseits beliebten Quattro V6 Vollauszüge in 350 mm Länge. Und dann habe ich mir Topfbänder bestellt. Und zwar Soft Close. Das heißt, wenn sie schließen, schließen sie ganz, ganz sanft. Das heißt, es gibt keine knallenden Türen mehr, Möbeltüren. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den Topfbändern. Fangen wir also mit den Topfscharnieren an. Also nicht Topfbänder, ich weiß gar nicht, warum ich mal Topfbänder sage, Scharniere, aber ihr wisst eigentlich, was ich meine. Ne? Da kann man viel falsch machen. Vor allem müsst ihr darauf achten, wenn ihr die bestellt. Es gibt welche, ich habe jetzt schon welche angebracht für euch, um das mal zu demonstrieren. Und zwar könnt ihr jetzt sehen, die sind aufschlagend. Dann gibt es welche, die sind im Korpus zurückspringend, also bündig. Dann gibt es Topfbänder oder Scharniere speziell für die Außenseiten gedacht, links, rechts. Aber da wir eine mittlere Tür haben, gibt es auch nochmal Bänder, die speziell für die Mitte gedacht sind. Und das müsst ihr unbedingt bei der Bestellung, also da müsst ihr unbedingt drauf achten, wenn ihr sowas bestellt. So, zu den Schubkästen, da habe ich mir die Hettich Quattro V6 genommen, 350 mm Länge. Insgesamt haben wir eine Tiefe von 400, das müsste genügen. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen näher auf die Thematik Topfscharniere drauf ein. Das Tolle jetzt daran, es gibt auch von Hettich jetzt, ihr kennt wahrscheinlich die Topfscharniere in Silber, die gibt es mittlerweile auch in Schwarz. Auch ganz cool. Habe ich jetzt nicht verbaut. Wollte ich euch nur mal erwähnen oder zeigen. In jeder Verpackungseinheit findet ihr auch immer eine Bedienungsanleitung. Und dort sind eigentlich auch alle Maße angegeben, die ihr so benötigt. Sprich, wir brauchen einen 35er Fosnerbohrer, einen Winkel. Dann gibt es hier von Hettich so eine tolle Bohrschablone. Die ist wirklich sehr, sehr nützlich. Kann ich jedem empfehlen. Liegt, glaube ich, bei 2 Euro oder sowas in der Art. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Und dann natürlich ein Tiefenanschlag, der ist ganz nützlich, wenn ihr jetzt beispielsweise die Bohrung bohrt, beziehungsweise das Gegenstück vom Topfscharnier, damit wir nicht komplett durch die Wandung durchbohren. Ist mir auch schon mal passiert, ist ziemlich ärgerlich. Nehmt euch wirklich für dieses Projekt, beziehungsweise wenn ihr die Scharniere anbringt, viel Zeit, denn das ist nicht so ohne. Mir ist es persönlich auch schon passiert, auch bei diesem Projekt, ja, habe ich die Türfronten jetzt das zweite Mal zugesägt, weil ich die Breite, also ich habe das Ganze zu schmal gesägt. Also lest euch das wirklich ganz genau durch, macht vielleicht ein kleines Probestück und tastet euch da wirklich Stück für Stück ran. Ich fange immer so mit an, dass ich mir die Tür nehme, die Tür anzeichne. Wie gesagt, das ist hier ganz genau beschrieben. Dann bohre ich das Ganze mit einem 35er Fosnerbohrer an der Tischbohrmaschine, damit auch wirklich alles exakt ist. Ihr müsst natürlich beachten, wir müssen hier eine Tiefe bohren von 13 mm, sprich ein Fosnerbohrer hat eine Zentrierspitze von ungefähr einer Länge von 5 mm. Das heißt, wir bohren 18 tief. Das heißt, ihr könnt keine Türen nehmen, die 12 mm stark sind. Sprich, ich habe jetzt hier auch wieder 18 mm Multiplex genommen. Ganz, ganz wichtig. Da machen, glaube ich, viele einen Fehler, dass die dann ja quasi durchbohren. Danach habe ich mir die Topfbänder angeschraubt und ihr könnt dann im Grunde das Maß, könnt ihr hier euch dann anzeichnen, entgegenreißen. Und dann habt ihr hier auf der Schablone auch wieder ein Maß von 37 mm und einmal von 28 mm, je nachdem, was ihr für Bänder habt. In dem Fall brauchen wir von Außenkante bis Bohrung 37 mm. Das Ganze bohren wir dann und dafür nehme ich dann einen Bohrtiefenanschlag von Wolfcraft. Ganz nützlich, gibt es in drei unterschiedlichen Durchmessern, einmal 6, 8 und 10 mm. Das Ganze könnt ihr dann auf dem Holzbohrer spannen und dann problemlos die Tiefe einstellen. Und das Ganze können wir dann verschrauben, auch hier verschrauben und eingehangen und fertig, wenn ihr alles dann richtig gemacht habt. Wie gesagt, nehmt euch ganz, ganz viel Zeit dafür und macht vielleicht ein kleines Musterstück.
Es spart euch eine Menge Geld. Sitzt, passt, wackelt in der Luft. Luft, ja, wir haben jetzt ein Spaltmaß von ungefähr 5 bis 6 mm, habe ich hier eingerechnet. Ich denke, das ist okay. Ich habe mal ein Möbelstück gebaut mit Steffi zusammen, Highboard. Da hatten wir Luft gehabt, 1,5 mm. Und das ist wirklich, also für den Einsteiger würde ich sagen, das ist schon zu wenig. Man hat da wenig Spielraum, die Türen nachher nochmal einzustellen. Vor allem, wenn das Möbelstück nicht akkurat gerade steht, beziehungsweise man es leicht schief gebaut hat, dann werden euch die 1,5 mm zum Verhängnis. Deswegen hier 5 bis 6 mm, da kann man, hat man genügend Raum zum Einstellen. Jetzt kommen wir zu den Doppeln, beziehungsweise diese hier. Das sind auch wieder Multiplex, gleiche Dicke wie die Türen. Ich habe das Ganze jetzt nochmal abgerundet mit einem Rundungsfräser und das Ganze jetzt vorweg schon mal geschliffen. Und jetzt schlagen wir das an den Schubkästen an. Jetzt wird der eine oder andere sich bestimmt fragen, ja, wie baue ich denn solche Schubkästen? Das zeige ich euch in diesem Video nicht. Darüber gibt es ein extra Video, ist ungefähr ein Jahr alt. Das wirst du hier oben im Eck finden. Schau dir das an, da erkläre ich dir das Schritt für Schritt. So, den Doppel anschlagen, das habe ich, also der Doppel ist hier die Front, die Blende. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Deswegen werde ich das heute mit euch tun. Ich nehme hier mir zwei Abstandshölzer bzw. Klötze. Und habe mir vorhin, also ihr könnt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr so ein Doppel befestigen könnt. Ihr seht, ich habe jetzt hier drei Schrauben gemacht und der Doppel wird dann innen drinne verschraubt. So, wie komme ich jetzt daran? Schublade ist ja komplett geschlossen. Und sie schleift. Warum schleift sie? So, es heißt, ich habe mir jetzt hier Nägel reingeschossen mit meinem Druckluftnagler und habe die abgekniffen. Sprich, ich habe jetzt hier so einen kleinen Nagel, der rausguckt. Und dann müsst ihr das kräftig gegendrücken. So, dann nehmen wir uns hier eine Einhandzwinge, ist super praktisch, zack. Zack, habe ich nämlich die andere Hand frei und jetzt können wir das Ganze von innen drinne verschrauben. So, fertig. Jetzt kümmern wir uns um das Lackieren. Und da greife ich ganz einfach, da habe ich nämlich noch zwei Dosen von Psychos Bel Air. Das ist weiß, deckend für den Außen- und Innenbereich. Eine angefangene Dose habe ich noch und eine volle. Das ist, damit werde ich halt die ganzen Fronten und die Seiten lackieren. Unten und oben müssen wir nicht lackieren. Und ich werde mir diesmal nicht so viel Arbeit machen und innen drinne alles lackieren, oben, unten. Also ich werde nur die sichtbaren Flächen lackieren. Und für alle diejenigen, die jetzt keinen Bock drauf haben, mit einer Rolle loszurollen, kann ich ganz einfach empfehlen, das Ganze zu sprühen. Es gibt von Duplicolor, gibt es eine Holzgrundierung, die tragt ihr auf. Und dann gibt es verschiedene Vintage-Looke bzw. Farben. Und die könnt ihr auch problemlos mit der Sprühdose auftragen. Und dazu gibt es auch hier diesen tollen Pistolengriff bzw. Halter. Könnt ihr einhängen, dann könnt ihr wie ein Lackierer lackieren. Das mache ich jetzt aber nicht, weil es draußen Minusgrade sind und durch diesen Nebel sollte man schon einen gut belüfteten Raum machen und deswegen greife ich jetzt lieber zur Farbrolle. Aber wie gesagt, je nachdem, wie ihr es nachbaut, ihr könnt das Ganze natürlich auch noch lackieren mit oder besprühen. Jetzt ist alles schneeweiß, jetzt lassen wir das Ganze so gut einen Tag trocknen. Danach erfolgt der Zwischenschliff, also ihr Profis, ihr wisst wahrscheinlich, was dann wiederkommt, absaugen, lackieren und so weiter und so fort. Für diejenigen, die nicht wissen, wie das genau geht oder was ihr da beachten müsst, darüber gibt es auch ein extra Video. Da habe ich mal gezeigt, wie man so Europaletten behandeln kann bzw. streichen kann. Und das ist genau der gleiche Arbeitsschritt, den ich jetzt hier mache. Sprich, ich gehe gleich mit einem Schleifschwamm nochmal rüber, also wenn es dann getrocknet ist, saug das Ganze ab und dann lackiere ich das. So, und dann ist das Ganze auch fertig. Sprich, ich zerlege das Ganze komplett. Und dann schraube ich Möbelfüße drunter. Ich hatte im 5-Minuten-Update mal erwähnt gehabt, also das Video verlinke ich dir mal hier, zwecks Statik von diesem Möbelstück, was wir in der Mitte machen. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir einfach in der Mitte einen Holzklotz setzen. Ganz einfach, natürlich ein bisschen nach hinten verlagert. Und die Möbelfüße, das sind so leichte Schräge, die habe ich mir auch fertig gekauft. Findest du auch unten in der Videobeschreibung. Die habe ich jetzt nochmal mit einem Öl lasiert bzw. geschützt. Und das Ganze zwei, dreimal aufgetragen, damit der Farbton auch passt. Und danach habe ich Filzgleiter untergeschraubt. Die sind ganz, ganz wichtig, damit wir den Boden nicht zerkratzen. Und dann sehen wir uns auch quasi jetzt gleich wieder bei Steffi und bauen das ganze Stück zusammen. Bis gleich.
So, und da ist angekommen der Mister und hat mir was mitgebracht. Ich habe dir was Schönes mitgebracht, so ein paar Bretter hier mit Beschlägen. Das ist deine beliebte... Bretter mit Beschlägen ist auch gut. Ich hoffe, dass es im Gesamtbild dann das ergibt, was ich mir gewünscht habe. Genau, deine Sitzkommode. Ich habe dir schon so probeweise zusammengebaut und es ist auch einiges schiefgelaufen, aber... Mit Nasen. Das soll so sein. Und wir bauen das jetzt mal gemeinsam zusammen. Das soll aber kein Chevy-Möbel werden. Nee. Mm. Kannst du mir was verraten? Mm. Warum siehst du von Video zu Video hübscher aus? Die Frage werden wir wahrscheinlich nie aufklären, oder? So, wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zusammenbau. Ja. Hast du einen Plan? Muss er hier mal ordentlich machen. Wie sieht denn das aus? Teil 2 ist fertig. Die Sitzkommode ist vollendet. Bei uns irgendwie ohne Plan. Wir hoffen, ihr habt ihn dafür umso mehr. Und jetzt können wir euch noch mal ganz kurz was zu der Polsterung erzählen hier. Und zwar haben wir diesmal auch noch einen Fließstoff oben drauf getan. Also 12 mm Multiplexplatte, haben dann selbstklebenden Schaumstoff genommen. Ich glaube 7 cm waren das. 7 cm, ja. Ja, und dann einen schönen Fließstoff drüber, um die Ecken und Kanten zu schonen, damit sich das nicht so abreibt beim Sitzen. Genau. Und darüber gibt es eigentlich quasi auch schon ein Video. Wir haben eine Sitzbank zusammengebaut. Ja. Und da gehen wir ganz genau drauf ein. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ganz, ganz einfach. Warum auf 12 mm Multiplex? Damit man das dann auch später mal wieder abnehmen kann. Wir haben das Ganze jetzt durch, also Schubkästen raus und dann von unten verschraubt. Ja. Und falls dann die Kinder oder die Steffi mal ihren Kaffee auskippt. Ne? Ist der Stoff fleckengeschützt? Ja, aber man kann es auch abschrauben, falls ihr dieses... Und abschrauben, um neu zu beziehen, genau. Richtig. Im Anschluss haben wir dann nochmal die Möbelknäufe, die du ausgesucht hast, ne? Die schönen Grünen, rangeschraubt. Dazu haben wir einen Winkel genommen zur Hilfe, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und achtet bitte darauf, dass ihr wirklich... Millimeter genau die Bohrung setzt. Ansonsten kriegt ihr es mit eurer Frau zu Hause zu tun. Ja, da hast du nämlich schon auch einiges ein bisschen... er hat gedacht, ich sehe das nicht, aber... Genau. Sie hat es aber gesehen und... Aber letztendlich... Vom Weiten schon. Kann man, glaube ich, das so lassen, wie es ist. Das Möbelstück, Sitzbank ist sehr bequem. Es ist super geworden. Also nicht Kraftpaket wirklich sehr gut aus. Und mich auch noch. Corona-Kraftpaket. Es ist wirklich toll geworden. Also ich bin mega begeistert und echt super zufrieden. Das macht echt... Also ich finde es super schön. Richtig. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Wir beide. Du auch. Da trinken wir einen Kaffee. Hier können wir mal anstoßen. So, ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Da gibt es eine neue Folge von Mr. Handwerk und Mrs. Handwerk. Oder und nicht. Was würdest du denn haben? Als nächstes? Als nächstes? Ich hatte Tisch, Kinderzimmerschrank, ich hatte noch so ein bisschen Weinkissen. Ach, ich habe noch mal so ein paar Ideen. Alles klar. Genug zu tun. So dann, ne? Mhm. Auf geht's. Weiter. Im Kaffee Plan. Ist leer, machst du einen neuen? Ja. Okay, danke schön. Kaffee-Junkie. Oh, krieg ich deinen Kaffee? Nein! Wieso nicht? Nein! Das ist meiner. Spinnst du? Sag mal.